Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute machen wir uns daran, so ein kleines Update-Info-Video zu machen, da wir von Mojang jeweils immer zu Festtagen oder allgemein auch manchmal so kleine Updates bekommen, die immer nach in der Hinsicht immer freigeschaltet werden. So, gucken wir einmal jetzt hier bei Minecraft schon uns die Hauptsitzung an, wo wir, bevor wir überhaupt auf Spielen drücken, sehen wir, das Ganze wurde schon ein bisschen winterlicher gestaltet. Auch dahinter der Hintergrund, da haben sie extra eine neue Welt gemacht, die wir zwar nicht betreten können, aber uns jetzt hier so in der Wartesequenz angucken können. So, aber darum geht's heute nicht. Wir gucken einmal kurz in den Store rein. Und beim Store sehen wir schon mal neue empfohlene Inhalte und dabei haben wir weitere Welten erhalten, die natürlich leider nicht kostenlos betretbar sind, was ich hoffe oder auch wünsche in Zukunft, dass man die erstmal sich vorher nochmal kurz angucken kann, bevor man sich, sage ich mal, sie kaufen sollte. Und auch weitere Skin-Pakete haben wir erhalten. Dazu gibt es auch weitere Nahrungsskins. Ich selber verwende ja auch ein Nahrungsskins und das kommt bei euch so gut an, dass sie einfach zwei weitere Pakete reingehauen haben. Meiner Meinung nach super und man kann sich davon auch welche gerne gönnen, denn ich sage mal, die sehen schon echt fetzig aus. Besonders hier gibt es auch eine Banane und von daher sollte man sich das Ganze einmal gönnen. Hier ist auch eine Chili-Schote. Die sieht ja alle relativ fetzig aus. So, aber ansonsten würde ich sagen, die Preise sind alle sehr niedrig gehalten zu Weihnachten und von daher alles eigentlich noch sehr angenehm. Sind so alles so 1 bis 2 Euro Kartenpakete. So, aber darum geht es uns eigentlich heute nicht. Wir gucken einmal kurz oben in den Shop rein, denn da haben wir einen ganzen Kalender erhalten, der vom 21. Dezember bis hin zum 1.1. geht. Also heißt es, jeden Tag vom 21. bis zum 1.1. loggt euch bei Minecraft ein, geht in den Shop und öffnet jeweils eines dieser Pakete. Dahinter verbergen sich bestimmt Texturpakete, Skinpakete oder vielleicht auch weitere Welten. Wir wissen es nicht, wir müssen da erstmal abwarten. Das Ganze wird sicherlich kostenlos sein. Von daher lohnt es sich einfach jeden Tag sich hier einzuloggen und eines dieser Pakete aufzumachen. So, und damit endet jetzt auch dieses kleine Infovideo. Also ich wollte nur damit hauptsächlich Bescheid sagen, dass wir jetzt einen Kalender bekommen haben. Schalte ein vom 21. bis zum 1.1., um jedes dieser Türchen aufzumachen. So, möchtest du, dass ich noch weitere solcher Videos mache mit so kleinen Update-Infos, wenn beispielsweise jetzt ja auch in der Winterzeit wieder so kleine Sachen kommen, dann lass doch mal ein Däumchen nach oben da. Ansonsten war's das Ganze hier. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder und dann sage ich noch eins und zwar haut's rein und tschüss.